Hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact, hier bei bestem Wetter, wie man sehen kann. Schön am Donnern hier und regnen und richtig am Pissen. Und wir müssen jetzt mal schauen, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Als erstes nehmen wir natürlich wieder die roten Ausrufezeichen in Angriff. Dafür, dass wir uns angemeldet haben, kriegen wir ja immer eine schöne Belohnung. Da sage ich doch nicht nein. Und dann haben wir wie immer hier irgendwas. Möge das Glück dir hold sein. Können wir hier noch ein bisschen... Oh, das Schicksal hier einsammeln. Hier, so. Probelauf ist bestimmt immer noch dieser Typ. Ach nee, jetzt können wir King Probe laufen. Ist natürlich auch mal eigentlich cool, das mal zu machen, ne? Aber ich finde das dann so schade, weil dann spielt man die kurz. Eigentlich ja, ne? Und dann leckt man richtig Blut und will die unbedingt haben und kriegt sie dann aber nicht. Spielbeitrittsanfrage. Ah, tut mir leid, das geht jetzt leider nicht. In die Optionen. Da muss ich jetzt mal gucken, haben wir nicht, dass ich wieder das Falsche nehme. Ich glaube, Nachrichten müssen wir gucken. Genau. Sammeln wir einfach wieder ein, ohne das zu lesen. Ausnahmsweise. Da gucken wir mal direkt in die Quests rein. So. Wir haben Gebiet der Wölfe. Ist auch eine neue, ne? Alibi des Helden der Nacht. Die Gerüchte um den Helden der Nacht. In letzter Zeit gibt es Gerüchte um einen sogenannten Helden der Nacht. Ja. Es handelt sich also anscheinend um einen Helden der Nacht. Und wir müssen, schätze ich mal, nach Mondstadt oder so, ne? Fragt Charles nach Neuigkeiten. Wer auch immer jetzt schon wieder Charles ist. Das werden wir gleich sehen. Das, er ist hier in Mondstadt. Das heißt einmal teleportieren. Das passt ja auch, weil dann können wir gleich nochmal Futter holen. Und können wir unsere entsandten Charaktere wieder abholen. Das ist immer ganz gut. Das darf man, sollte man nicht vergessen, vergisst man aber sehr leicht. Ist mir gerade tatsächlich auch nur wieder eingefallen, weil wir uns nach Mondstadt rein teleportieren, sonst wäre ich da gerade gar nicht drauf gekommen. Aber wenn man es das eine oder andere Mal vergisst, ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir durchgehend am Fressen sind oder so. Blöd, dass man hier mal eine 5 holen kann. Es dauert halt echt so lange, bis sich das aktualisiert, ne? Laut der Anzeige hier unten 2 Tage, 7 Stunden und 42 Minuten. Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann einmal zurück. Das heißt zurück oder einmal wieder zu Katharine. Unsere Charaktere wieder abholen. Ja. Oh, wir können uns sogar eine Belohnung hier für eine neue Abenteurerstufe noch... Das habe ich gar nicht mitbekommen mehr. Ja. Einfach mal mitnehmen. Ups. Und dann einmal die Kollegen hier wieder abholen. Huch. Achso, hier. So, einsammeln. Und einsammeln. Und dann können wir gleich wieder entsenden. Machen wir gleich wieder 20 Stunden natürlich. Barbara. Und hier auch wieder. Noel. Zack. Und zubereiten können wir auch noch. Schätze ich mal. Ich glaube, aus dem Zeug, was wir hier einsammeln können, können wir nämlich, glaube ich, auch irgendwas machen. Oh, 12 Stück? Moment. Dieses Hühnchen hier, ne? Da, das können wir machen. Und das können wir nämlich futtern. Das ist echt hilfreich. Gleich können wir es auch endlich automatisch zubereiten. Juhu! Nice. Ach so, toll. Ich hätte jetzt auch ich hätte jetzt auch mal 3 Stück wählen können. Halb so wild. So, dann können wir noch Steaks machen. Ich glaube, die sind zum Wiederbeleben oder so. Aber Steaks und Taiwatspiegelei können wir auch noch reichlich machen. Ich habe die gerade bewusst erstmal noch nicht gemacht, weil ich dachte, die Eier können wir für was anderes gebrauchen. Weil die sind hier nur zum Wiederbeleben, glaube ich, diese Spiegeleier. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Charles. Huch. Hundi.
Assassin's Creed kann man übrigens streicheln, ne? Hier geht das leider nicht. Aber guck mal, wer ihn anguckt. Wie die sich gegenseitig angucken, ne? Eigentlich cool. No. Eigentlich cool, ich mag sowas, wenn so Details in so... Hey, ist doch nicht langweilig. Ich mag das, wenn so Details in so Spielen eingebaut werden, die eigentlich, ja, einem so gesehen nichts bringen, ne? Aber einfach da sind und cool sind und gut aussehen und zur kompletten Welt einfach beitragen. Hofmann, was willst du denn? Ey, es gibt noch so viel zu putzen. Was ist denn? Du warst sicherlich von den anhaltenden Angriffen durch Monsterbanden über die gesamte Dauer des Sturmschreckenvorfalls hinweg. Auch wenn der Sturmschreckenvorfall jetzt ausgeräumt ist und wir die Monster erfolgreich in die Flucht haben, die Monster haben während ihrer Überfälle eine beträchtliche Anzahl an Barrikaden außerhalb der Stadt errichtet. Während die Monster selbst zurückgeschlagen wurden, werden dies Barrikaden nicht gerade von selbst verschwinden. Diese. Wir können sie nicht unbegrenzt hier stehen lassen, besonders jetzt, da in der Stadt wieder eine Normalität einkehrt. Unglücklicherweise sind die Ritter unterbesetzt und es gibt einfach keinen, der die Aufgabe übernimmt. Und natürlich müssen wir das wieder machen. Als unser Ehrenritter wärst du dazu bereit, diese Barrikaden zu beseitigen? Es ist mir eine Ehre zu dienen. Gesprochen wird ein wahres Mitglied des Ordo Favonius. Ehrenritter, du hast meine Dankbarkeit. Toll. Schon wieder ein Auftrag. Aber den wollten wir nicht machen. Ich wollte jetzt tatsächlich den Helden der Macht machen. Klingt irgendwie interessant. Hofmann, gibt ihr uns einfach eine neue Quest? Schwein. Frechheit ist das. Das ist der Typ in der Taverne, der Wirt ist das, ne? Kann ich mir mal nicht so merken. Ja, jetzt lädt er ein bisschen länger. Wir wollen doch nur in die Taverne. Ist doch gar nicht so viel zum Laden. Oder hat er sich jetzt aufgehangen? Das wäre natürlich doof. Kann ich mal mein Mikro wieder richten in der Zeit? Oh, jetzt passiert was. Yeah, da sind wir drin und ich glaube, mit denen hier haben wir auch allen geredet, ne? Wie gesagt, falls ich irgendwen ausgelassen habe mit dem Anquatschen, sagt mir das gerne, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde gern mit allen reden. Aber man vergisst ja tatsächlich oder übersieht mal den einen oder anderen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Hier, wir haben hier schon wieder so ein Dings, ne? Guckt mal. Erlebnispassstufe erhöht, cool. Bringt uns das jetzt irgendwas? Ach, hier so eine Belohnung. Ein bisschen, das können wir auch nochmal schnell mitnehmen. Unseren Dialog noch ein bisschen hochstufen. Ich liebe diese Kneipenmusik. Jo, fehlt uns noch ein Level. So, Charles, was hast du uns denn zu erzählen? Komm, wir setzen uns mal hin dabei. So. So. You've got a taste for adventure too, huh? Und wie? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Auf dein Bart stehe ich auch sehr. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh, it's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paima needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. die Synchronisation ist halt einfach nicht so gut in dem Spiel, ne? Das ist so ein kleiner Mangel, den ich auf jeden Fall hätte. Paimon, daran ist doch nichts Furchterregendes. Did the bartender just say something? Nein. You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest,
I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. Hat schon einmal jemand den Helden der Nacht gesehen? Warum sollte er nicht wollen, dass man ihn erkennt? Gute Frage. Das ist ja interessanter eigentlich. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Bauchredner? Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Alibi des Helden der Nacht. Noctua, sagt. In letzter Zeit gibt es Gerüchte um einen sogenannten Helden der Nacht, die euch neugierig gemacht haben. Ihr wollt ein wenig mehr über ihn herausfinden. Erkundige dich bei den Leuten auf dem Springbrunnenplatz. Das werden wir doch gleich mal machen. Klingt auf jeden Fall interessant. Bin gespannt, wer das ist. Und ob wir das überhaupt rausfinden. Ich versuche das, ich will das hier mal wegkriegen nochmal. Hier dieses Dings, hier das Ausrufezeichen. Dann komme ich immer in den Browser rein, aber das seht ihr, glaube ich, im Video nicht. Ich lade das gerade ganz kurz, nicht wundern. Ja, es ist doof, dass da müsste ich jetzt alles einzeln anklicken, das müsste ich vielleicht mal in Ruhe machen, offscreen. Tja, dann... Nein, ich will nicht mit dir reden. Mit dir will ich doch gar nicht reden. Nein, nein, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, einmal hier Taverne verlassen. Das wollten wir machen. Nee, das muss ich mal offscreen machen. Weil ich glaube, erstmal, man sieht halt eh nicht, wo ich draufklicke, wo wir hinkommen. Weil dieser Browser einfach nicht mit aufgenommen wird. Es wird ja nur das Spiel selbst aufgenommen. Und der Browser ist dann, der springt dann halt einfach an. Und dann gibt es halt auch so ein paar Infos und so weiter. Ne? Und das ist, ja, das ist dann halt immer so, das sind so Infos für die das Spiel jetzt vielleicht so richtig zocken, sag ich mal. Also wir zocken es ja auch richtig, ne? Mehr oder weniger ja nur die ganze Geschichte und so. Es gibt, glaube ich, auch Leute, ich schätze mal, nach der Geschichte kann man auch durchaus weiterspielen. Oder halt auch die Leute, die halt viel farmen und so weiter, ihre Charakter pushen und was weiß ich nicht auch alles machen, was man alles machen kann dann später. Ich schätze mal, für solche Spieler ist das am wichtigsten, am interessantesten. Also wir sollen auf jeden Fall irgendwo hier lang. Dieses gelbe Dingens ist hier gerade weggegangen, deswegen. Und es ist schon wieder weggegangen. Okay, wir müssen also hier irgendwo uns erkundigen. Das heißt, ist es jetzt egal, mit wem wir reden, oder was? Dann fragen wir mal Anthony. Keine schlechte Ausbeute heute. Ah, was machst du denn hier mitten in der Nacht? Was machst du erst? Ach, ich mach doch gar nichts. Ach, du hast mich ja eh schon ertappt. Ich glaube, den hatten wir schon. Ja. Ich glaube, den hatten wir tatsächlich schon. Moment. Gibt es hier irgendeine Info, wen wir fragen können? Da glitzert noch was, ne? Ach ja. Der Fuchs im Löwenzahnmeer. Marguerite. Hat die was zu sagen über den Helm? Da! Ja. Look no further. Ja. It's me. I am the Dark Knight Hero. Das war auch klar, dass du das bist. Machst du Scherze? You're right. I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight Hero and I have one thing in common. What's that? It's
the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No. I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? Du wolltest einfach nur angeben. No, it's nothing like that. I just have... Same oh, difference. Sorry. You are the boss of the cat's tail, after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Das war tatsächlich auch meine Idee, dass wir die mal fragen, weil, ja, die sind ja immer wach, zumindest immer einer von den beiden, und da wird doch irgendwer was gesehen haben, oder? Wir fragen mal. Ich wollte gerade sagen, wir fragen den mit der hübscheren Frisur, aber sind beide schick. You want to know about him? Yeah. In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to! So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. Dickerchen zum Hintergrund. Dickerchen! Hallo. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? Du bist davongerannt, du hast ihm geholfen. Wahrscheinlich ist davongerannt. I wasn't the bad guy, why would I need to run away? Weiß ich nicht, aber vielleicht hattest du ein bisschen Schiss vor ihm oder so. Still, I did leave the scene. Siehste? I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Glaubst du, der Held der Nacht könnte ein Ritter sein? Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time he rescued her. Okay, es ist, also er wirkt also wie einer aus dem Orden, aber er ist nicht vom Orden. Ich hab da so eine Vermutung. Können wir trotzdem noch mit ihm darüber sprechen? Leider nicht. Wir müssen also wirklich mit bestimmten Leuten sprechen. Das heißt, wir müssen jetzt mal zum Blumenladen. Wie heißt Dickerchen eigentlich? Miles? Miles. Ich schätze mal, das ist dann die Kollegin hier, Flora. Nicht? Ah, hier, was weißt du über den Helden der Nacht? Über wen? Den Helden der Nacht? Willst du mir eine Geschichte erzählen? Oh. Ein Mädchen beim Blumenladen. Ist doch aber... Was weißt du über den Helden der Nacht? Oh, von dem Helden der Nacht habe ich schon einmal gehört. Aber wirklich nur gehört, mehr nicht.
Toll. Hä? Was ist denn da schon wieder los? Guck mal, hier haben wir schon eine Quest. Reisender, hast du einen Moment? Was gibt's? Hast du von den Sturmschreckenruinen gehört? Es sind diese Ruinen vor Mondstadt. Während Sturmschrecken dies zu seinem Zuhause gemacht hat, war es in einen wirbelnden, unpassierbaren Sturm gehüllt. Keiner konnte hindurch, sodass das wertvolle Kristallerz darin nicht abgebaut wurde. Ich habe Leute sagen hören, dass der Sturm um den Bereich verschwunden ist. Das sollte ein toller Moment sein, um die Erzader zu suchen. Aber weil so viele Stellen in der Stadt repariert werden müssen, sind die Dienste der Schmiede viel gefragt. Schulz kann das Wort fort auch nicht alleine halten, also kann ich nicht weg. Was sagst du, Reisender? Willst du gehen und nachsehen? Falls du Kristallerz findest, bring etwas davon mit. Ich werde das übernehmen. Mein Dank. Diese Kristallerze sollten auch dabei helfen, die Stadt formen und sie neu aufzubauen. Ja. Kristallerze, ja gut. Haben wir doch welche schon, oder? Schon welche. Ist wahrscheinlich nur ein Hinweis, dass wir die auch benutzen können zum Schmieden oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen. So, aber hier ist ein Mädchen, was... Vielleicht sie? What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight Hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no. What am I going to do? If Master D-Luke ever finds out. Ach, dass die so verknallt ist in ihn. Huh? What's D-Luke got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight Hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight Hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Feuer, war das vielleicht ein göttliches Auge? Geborgen, könnte es jemand sein, den du kennst? Feuer, göttliches Auge, ja? Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. Ja, das denke ich nämlich auch. Area in an instant. I remember that very well. Okay, then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. Ihr seid so doof. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at night time. If we're lucky, we just might bump into him. Geh nachts in Mondstadt spazieren. Bergarbeit nach dem Sturm. Oh, jetzt geht's aber los mit Quests hier, ne? Nachts in Mondstadt spazieren gehen. Okay, wir gehen mal zum Eingang. Also ich glaube, mittlerweile weiß es auch schon fast jeder von euch, oder? Beziehungsweise hat so seine Vermutung. Und ich denke, die meisten liegen richtig mit ihrer Vermutung. Ich finde, es ist tatsächlich ziemlich eindeutig, wer das ist. Und Dickerchen hier vorne sieht das nämlich genauso. Er ist es nämlich in Wirklichkeit. Denn er ist auch ein Ritter des Ordo Favonius. Na gut, er ist ja kein direktes Mitglied, ne? Ja, das ist es nämlich. Okay, wir schalten mal die Zeit. Moment, wann? 18 bis 6 Uhr. Optionen muss man gehen. Zeit. 18 bis 6 Uhr, komm, wir machen mal. 0 Uhr. 0:03, weil es
hin und her fahren ein bisschen doof ist. Hin und her bewegen. Fahren vor allem. Jetzt bin ich gespannt. Sieh dich überall in Mondstadt um. Aber wir werden da schon hinten, da hinten hingeführt, ne? Guck mal, wir werden schon da, glaube ich, hingeführt. Was ist denn, wenn ich das jetzt wieder... Ja, guck mal, er sagt schon direkt, wo wir hingehen sollen. Ach, Hofmann wieder. Oh. Wenn ich sowas sehe, ne? Zu Zeiten von... Ja, ihr wisst schon, von unserem super tollen Virus, der aktuell unsere ganze Welt lahmlegt. Wenn ich sowas hier sehe, ne? Ich werde neidisch. Wie gern würde ich hier jetzt sitzen und einfach mal so ein fettes Bier hier schlürfen. Bei bestem Sommerwetter hier nachts, während die Menschen hier noch weiter durch die Straßen gehen. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Wir müssen hier runter. Scheinbar. Oh. Oh. After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Das habe ich mir doch gedacht. Ihr seid der Held der Nacht. Die Lucas Held der Nacht, drauf wäre ich nie gekommen. Also ganz ehrlich, ne? Jetzt können wir es ja sagen. Ja, also, ne? Ein Ritter, der nicht direkt Mitglied des Ritterordens ist, der anscheinend eine Feuer... ein göttliches Auge mit Feuer hat, eine Feuerkraft hat und der sich aber trotzdem für die Gerechtigkeit interessiert, der aber, ne, offensichtlich anders handeln möchte als der Ritterorden, fand ich sehr eindeutig, muss ich sagen, dass es die Look war. Außerdem gab es eben gerade schon mal einen Hinweis von der kleinen Dame da, von der Donner. Die hat schon Donnerwetter losgetreten, die hat eigentlich, hat es ja schon direkt erwähnt, und mit dem Geschwärme auch, ne, und ja, es war schon sehr eindeutig, muss ich sagen. Hätten sie ein bisschen geheimnisvoller machen können, ne? Ein bisschen noch, dass man ein bisschen mehr hätte rätseln müssen. Auf jeden Fall das Erste. Dark Knight Hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. Wobei man sagen muss, er wollte ja nicht mit Absicht ein Superheld sein. Er ist einfach nur nachts... hat nachts nur ein paar Verbrecher gejagt. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight Hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight Hero of Mondstadt! We solved it! Wie fröhlich sie immer klingt. Ich mag das. Now then, Mr. Dark Knight Hero! Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain... Pi? Huh? Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? Das war sprachlos. It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. Habt ihr es die ganze Zeit allein mit ihnen aufgenommen? Warum wollt ihr euch nicht vom Ritterorden helfen lassen? I assume so, unless you're aware of any other
Dark Knight Heroes around these parts. Hätte sein können, dass so. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. Ihr seid wahrhaft ein Held, dann habt ihr wohl eine gemeinsame Vergangenheit. Hä? Weil er sagt, die sind nicht zu gebrauchen, sagen wir, dann habt ihr wohl eine gemeinsame Vergangenheit. Nicht zu viel Verantwortung, keine Ahnung. Wir loben ihn mal. That's not my point. I'm not doing. Ja, ist ja gut. Ja, haben wir doch verstanden. Ich habe gerade das Gefühl, ich will nur das Falsche. Well, I hope this conversation has been of service to you. Oh Mann, sorry, schon wieder. Your wish is our command. You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Tschüss. Hey, you're just gonna leave us like this? Na, vernichte die angreifenden Feinde. Ja, okay, das sollte einfach sein. Können wir direkt die Dialog nehmen. Ah, guck mal, die sind jetzt schon gleich tot. Easy. Ah, da kommen noch mehr. Komm, wir nehmen mal die Look. Bam. Bisschen Feuer unterm Hintern machen. Mit seinem langsamen Angriff, aber dafür hat er den hier. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Der Hofmann wieder. Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight Hero, in which case... Paimon, hust. Hust ist ein bisschen komisch. The Dark Knight Hero? You saw him? Nein. Oh, the Dark Knight Hero is... Na. You, the hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight Hero long before you ever arrived here. Why would you lie to me about that? Also, tut uns leid. Nee, tut uns leid, ne? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight Hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Die Gerüchte in den Helden der Nacht, Auftrag abgeschlossen. Hoffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight Hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. Okay, wir wechseln mal wieder. Ist ein bisschen komisch, wenn wir hier mit dem Helden der Nacht rumlaufen. Krise des Helden der Nacht. Nach euren Erkundigungen, wer nun der Held der Nacht ist, trefft ihr ihn auf unerwartete Weise persönlich. In Wahrheit ist er Diluc, der Inhaber des Weinguts Morgröte. Schon längst hat dieser Held der Mondstadt in der Dunkelheit beschützt, die Blicke des Ritterordens auf sich gezogen. Okay, ich würde sagen, da wir jetzt schon wieder ein bisschen über eine halbe Stunde sind, machen wir nochmal ganz schnell die Nebenquests wieder. Wenn ich sie finde,
hier. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht heilen. Machen wir noch schnell die Nebenquests, weil ich glaube, das dauert vielleicht ein bisschen länger jetzt sonst noch. Nicht, dass ich das abbrechen muss oder so, wenn gerade ein bisschen Story ist. Ja, aber trotzdem ganz cool, die Quest, muss ich sagen. Geht ja noch ein Stückchen weiter. Hier müssen wir hin. Ich lese die Nebenquests auch nicht vor, ne? Also ich klicke die jetzt einfach nur noch an. Und wir erledigen die dann schnell. Weil die sich ja doch irgendwo immer wiederholen. Beziehungsweise es irgendwo auch immer das Gleiche ist. Und ich die jetzt einfach nur mal mache, um... Ja, damit wir ein bisschen farmen. Das heißt, jetzt in der Folge wird nichts Großartiges mehr passieren, aber wer trotzdem weiter gucken will, könnt ihr natürlich gerne machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, wie kann ich schon wieder Hunger haben? Oh, du bist es wundervoll. Erinnerst du dich an mich? Vom Kochwettbewerb mit Shangling, das war ich, Siegfried. Haben wir schon gehabt, ne? Schon wieder Jadetaschen. Gott, die können wir hier bald gar nicht mehr bringen. Ich glaube, wir haben nur noch eine Jadetasche. Eine. Schon wieder sprechen? Ja, das hatten wir schon. Auf jeden Fall hatten wir die schon. Haben wir die schon gemacht? Cool. Und dann können wir noch wahrscheinlich hier die Schule vernichten. War ja klar. Die befinden sich wo? Ist schwer zu sehen jetzt immer. Normalerweise kommt doch immer so ein... Da, jetzt, das meinte ich. Hier oben müssen wir hin. Vielleicht schaffen wir ja auch nochmal schnell. Wir können ja versuchen, nochmal schnell die, den Test für den Charakter zu machen, den Probelauf, ne? Vielleicht kriegen wir den ja auch nochmal mit am Ende gleich. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier mit den Nebenquests durch sind. Wird natürlich nichts, wenn wir hier in Schneckentempo durchs Wasser, uns durchs Wasser bewegen. So, da vorne müssen wir hin. Da ist übrigens eine Truhe. Cool. Die nehmen wir doch gleich mal schnell mit, ne? Können wir wieder auf D-Look wechseln. Da sagen wir doch nicht nein. Na, guck mal, die sind easy. Nice. So, die Truhe ist hier. Hier befindet sich die. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Vernichte alle Monster. Das sind die hier vorne. Guck mal, das nehmen wir ja auch mal mit. Das ist ja noch eine. Nehmen wir einfach mal mit, weil wir es können. Warum nicht? Ja! Ach, Freundchen. Guck mal, hier ist ein Windding, ne? Ich kann es noch nicht einschätzen, ob wir mit D-Look mehr Schaden machen oder weniger. Ich kann es echt noch nicht so einschätzen. Blöd ist auf jeden Fall, dass die Wiese immer so schnell brennt. Aber was ich cool finde, ist, dass sich die Fähigkeit... Dass ich die schnell nachlädt, ne? Oh. Ey, lass mich doch nur sammeln, Kollege. Die lädt halt sehr schnell nach durch unsere Waffe. Ach. Hör doch auf. Ja, toll. Jetzt ist der hier im Wasser raus. Wir können nicht kämpfen, wenn wir schwimmen. Na, nehmen wir erstmal die hier. Boah, unser Schwert brennt voll gerade. Oder hat gebrannt. Ach, sehr nervig, der Dicke. Mir reicht's jetzt. So, jetzt sein Schild weg. Guck mal, hier auch für unsere ultimative Fähigkeit machen können. So, haben wir die erledigt.
Hier war aber noch so ein Windding. Guck mal, und das bringt uns Ruhe. Das bringt doch eine schöne Truhe, die ist... Moment, hier. Da ist sie, nicht weit entfernt von der anderen. Und wir müssen eigentlich auch gleich die nächste Quest anvisieren. Das Böse breitet sich aus. Ja, das haben wir mitbekommen. Die Quest, die befindet sich da oben. Wie kommen wir denn am besten dahin? Wir teleportieren uns mal hier hin. Zum Glück geht die Ladezeit mittlerweile schneller. Außer wenn man in die Taverne geht natürlich. Da dauert's. Da muss er ja auch am meisten laden, ne? Merkwürdige Spuren? Hä? Was ist denn das hier? Ach so, Moment. Oh, na toll. Kommen diese Viecher raus. Super. Können wir wieder die ganze Wiese zum Brennen bringen. Also Diluc müsste eigentlich auf Feuer immun sein, ne? Das ist echt ein bisschen suboptimal, muss ich sagen. Wenn er hier mal alles anzündet. Was ist denn das? Das ist eine Herausforderung, ne? Ach komm, guck mal schnell. Öffne innerhalb von 30 Sekunden die Tour. Okay, müssen wir hier durchfliegen, wie es aussieht. Wo ist denn die Truhe? Ich weiß nicht mal, wo die Truhe ist. Ach, da vorne ist die. Okay, guck mal, da müssen wir gar nicht. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Schnell runter. Und den Rest können wir noch zu Fuß machen. Okay, es wird doch knapp. Oh, oh. Wow, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Also man muss nicht alle Ringe mitnehmen. Dafür müssen wir jetzt wieder hier zurücklatschen. Da vorne ist auch eine Truhe, ne? Ah. Manchmal ist es ja ein bisschen nervig. Also ich muss sagen, ich kämpfe gerade aber auch bewusst mit Diluc, ne? Weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir die Erfahrung nur mit ihm bekommen. Ich weiß es aber nicht, wie es genau ist. Diluc soll ja auch der stärkste DPS sein, also der stärkste ja, Schadenausteiler, sage ich mal. Hier ist die Truhe. Aber ich habe noch bisher das Gefühl, dass unser Reisender noch ein Ticken besser ist gerade, aber der hat auch so eine Fähigkeit schon. Da macht er mit dem letzten Schlag halt so einen Windschlag, ne? Und das ist natürlich richtig gut. Wo müssen wir denn hin? Einmal hier hoch. Bauen wir ein bisschen Ausdauer erstmal. Na, wo ist es denn genau? Echt einmal da rum. Vernichte alle Monster. Da sind sie. Na, dann kommt mal her. Die Attacke ist schon heftig. Aber leider brennt wieder alles. Das ist ja echt doof. Muss man einfach sagen. Die Möhren sind am wichtigsten. So, das haben wir auch. Und dann die letzte Quest. Kugelrund und explosiv. Ist hier unten. Da können wir uns ja mal heilen. Das passt sich ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Rest der Quest... Oder ich weiß ja nicht, ob es der Rest ist, der Helden der Nachtquest, geschafft hätten, ne?
Ich hätte es gerne noch mitgenommen, aber ich bin mir unsicher tatsächlich. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Nehmt es mir nicht übel. Aber je mehr Folgen haben wir dann am Ende, am Endeffekt wollte ich gerade sagen. Je mehr Folgen haben wir dann letztendlich. Der eine oder andere findet das ja vielleicht doch ganz cool, wenn man hier viele Folgen raushaut. Das freut mich dann natürlich umso mehr. Wenn die Leute nicht genug von mir kriegen können. Das sind doch nur so ein paar Träume von mir. Nein, Spaß beiseite. Ist natürlich alles just for fun. Aber man freut sich trotzdem, wenn halt wirklich Leute mal auf das Video stoßen. Auf die Videos stoßen und gerne noch ein bisschen Feedback da lassen. Natürlich freut man sich da. Kann mir keiner erzählen, dass die Leute nicht öfter mal reingucken, ob irgendwas passiert bei den Videos. Dafür lädt man sie ja auch hoch. Für die Menschen. Und nicht nur für sich selbst. Ach cool, sieht cool aus, ne? Nice. Nicht schlecht. Egal. Die nehmen wir noch schnell mit. Bringen wir ein bisschen die Wiese zum Brennen. Das ist immer eine gute Idee. Oh. Was soll denn das? Retribution! Das ging sehr gut. Ah, hier ist noch so ein Sack. Und da ist noch eine Kugel. Das ist eigentlich der richtige Sack. Was die Dinger hier sind, weiß ich auch nicht. Das verstehe ich noch nicht. Oh, noch mehr Gegner. Gleich mal unseren Feuervogel hier rausschießen. Den muss ich leider anzünden, wegen dem Schild. So. Hier haben wir nur einen. Das war's. Sehr schön. Dann auf nach Mondstadt und abgeben. Das dürft ihr natürlich auch immer nicht vergessen, wenn ihr die täglichen Quests alle gemacht habt, dass ihr euch dann dafür die Belohnung abholt. Genauso wie für die Abenteurerstufen, das habt ihr ja am Anfang der Folge gesehen. Ja, das vergisst man tatsächlich auch recht schnell. Ich laufe trotzdem gerne mal mit einem Reisenden rum, ne, weil er ja wirklich unser Hauptcharakter ist. Auch storytechnisch. Ich schätze mal, das wird hier genauso aussehen wie... Ach, ich habe eine Vermutung... Nee, doch nicht. Nee, das würde ja keinen Sinn machen. Ich hatte gerade ein bisschen die Vermutung, dass wir mal die Zeit vorspulen mit diesem Vorspulgerät. Dann mit unserer kleinen Zeitmaschine dann... Dann geht die Zeit bei dem Shop vielleicht auch ein bisschen zurück, aber das würde ja nicht so den Sinn machen. Belohnung abholen. Was gibt's heute Feines? Urgestein, Splitter, cool, cool, cool. Mora, kann man alles gebrauchen. Und jetzt würde ich sagen, da wir noch ein paar Minütchen haben, gucken wir nochmal schnell bei den Probelauf einfach mal rein, weil King mich ein bisschen interessiert. Wenn wir es können, ausprobieren. Ja, sieht doch gut aus. Lade. Figurenbeschreibung. Wenn Kiking ihre Elementarfähigkeit freisetzt, wirft sie einen Donnerkeil. Bei erneuter Aktivierung begibt sie sich ohne Verzögerung zur Position des Donnerkeils und verursacht dort Elektroschaden. Bei Gedrückthalten ihrer Elementarfähigkeit kann man die Wurfrichtung für den Donnerkeil anpassen. Kikings Spezialfähigkeit ist ein besonderer Schwertangriff, bei dem sie förmlich zu mehreren Blitzen wird, die den Himmel spalten. Ui.
Hier kommen wir runter. Mit diesem Schwert fügt sie den Gegner in der Umgebung mehrfachen Elektroschaden zu und verursacht mit dem letzten Hieb hohen Elektroflächenschaden. Während der Herausforderung wird es zusätzliche Elementarkristalle geben, um die Spezialfähigkeit der Figur besser testen zu können. Okay. Wir können hier schon mal probieren. Oh, die hat einen schnellen Angriff. Oh, okay. Das gefällt mir schon mal. Nice. Die ist total schnell, ne? Für so eine Fechterin. Okay, let's go. Und die macht sich so unsichtbar. Das ist ja richtig cool. Man kann die ja gar nicht getroffen werden in der Zeit. Boah, die gefällt mir. Wie ist unsere Fähigkeit? Okay, hier haben wir jetzt einen Blitz. Und da können wir jetzt hin, ein Schwert, und da können wir jetzt hin, oder was? Boah, das ist ja cool. Das heißt, wir können hier jetzt ein Schwert drin ballern. Und dann können wir, wenn wir Lust haben, lustig sind. Naja, gut. Das hat nicht so viel gebracht. So, und jetzt können wir, zack, haben hier rein. Jetzt rühren wir mal unsere Superfähigkeit, unsere Ulti. Alter Schwede, okay, die ist geil. Die will ich haben. Die will ich haben. Auf jeden Fall will ich die haben. Scheiße. Die schlitzt die ja richtig auf. Alter Schwede. Nice. Du hast diese Herausforderung abgeschlossen. Cool. Guck mal, ich kriege dafür sogar eine Belohnung. Oder? Hä, hey, wir hätten auch Barbara nehmen können, Kunde. Mit der können wir, glaube ich, heilen. wie kommen wir denn jetzt hier raus? Nochmal starten wollen wir ja nicht. Oder müssen wir damit jetzt weitermachen? Nee, ich glaube nicht, ne? So. Boah, die ist geil. Die will ich haben. Verdammt. Okay, ich glaube, wir lassen das doch sein mit den Waffen. Erstmal. Boah, cool. Ich finde, die gefällt mir sogar besser als die Look. So vom Kämpfen her, ne? Die Superattacke finde ich geil. So ein bisschen so richtig so Schwertmeistermäßig, ne? Ich mag dies, den Stil auch von ihr irgendwie. Das Aussehen auch und so. Hier haben wir schon wieder was. Was haben wir denn jetzt? Schließ 4 tägliche Missionen ab. Dafür gibt es auch immer EP. Wisst ihr, was ich jetzt nochmal gucke? Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt habe ich wirklich Blut geleckt. So, wir haben 0 Kugeln. Das heißt, wir brauchen 10. Haben aber auch nicht genug Urgestein, glaube ich. Urgestein haben wir. 308. Verdammt. Guck mal, wir können uns hier auch welche holen, ne? 5 Stück. Hier können wir uns 2 holen. Mit Urgestein können wir uns 1 holen. Verdammt, das reicht nicht. Da fehlen noch 2, glaube ich, jetzt, ne? Warum haben wir denn jetzt schon wieder hier was? Ach, der Probelauf. Das ist die Belohnung für den Probelauf. Oh, ich will die haben. Nein, jetzt haben wir das nochmal gestartet. ja, das war dumm von mir. Ich wollte eigentlich nur die Belohnung einkassieren. Das war ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen die Sphäre gleich wieder verlassen. Müssten wir ja eigentlich trotzdem noch die Belohnung einkassieren können, ne? Hoffe ich mal. Hallo? Hallo? Hallo. Und das alles nur, weil ich mich verklickt habe. Verdrückt habe. Also verdrücken werde ich mich auch gleich, ne? Aber erstmal wollten wir die Belohnung noch abholen. Nicht nochmal starten, sondern einsammeln mit Dreieck. Ja, hallo, ich bin Changling. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, den Helden der Nacht haben wir kennengelernt. Wir haben herausgefunden, wer das ist. Es war auch gar nicht so schwer, um ehrlich zu sein, ne? Es gab ja auch reichlich Hinweise. Und wer in den letzten Folgen ein bisschen
aufmerksam gewesen ist, der wird da sehr schnell drauf gekommen sein. Damit wird es in der nächsten Folge auf jeden Fall weitergehen mit dieser Questreihe. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und dann haben wir ja ein paar andere Quests noch bekommen. In diese Berggegend werden wir auf jeden Fall auch nochmal gehen. Und wenn wir hier alle Quests und so weiter durch haben, dann wird es natürlich auch irgendwann nach Liyue gehen. Ah, da ist er, Dickerchen, hallo. Dann wird es auf jeden Fall natürlich auch nach Liyue gehen. Aber wir machen hier alles ganz gemächlich, ganz in Ruhe, nehmen wir hier alle Quests mit, die wir mitnehmen können. Guck nicht so traurig, die nehmen wir mit. Guck ganz traurig. Doch, die nehmen wir mit. Doch, doch. Okay. Nein, auf jeden Fall versuche ich da alle mitzunehmen. Ist ja auch so mit das Spannendste tatsächlich beim Let's Play gucken. So, wenn man so die Story halt sich reinzieht und dann denkt man sich wahrscheinlich so, warum macht er denn die und die nicht? Doch, wir machen alle, die wir machen können. Und falls ich irgendwas machen soll, irgendwas ausgelassen habe oder was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gehe da auf jeden Fall drauf ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dickerchen und ich sagen Tschüss. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.